Sobald die letzte Kabine ausfährt, müssen wir sie per Tastendruck markieren. Oh Gott. Oh Gott, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Wir sind zurück im Winterressort-Simulator. Also wir hatten ja schon mal eine Aufgabe gemacht. Und zwar haben wir den Kristallexpress beschickt. Und es gibt jetzt noch eine weitere Aufgabe, und zwar den Kristallexpress garagieren. Wie bei den meisten kuppelbaren Bahnen werden auch bei der 3S die Kabinen abends üblicherweise garagiert. Dieses Szenario empfiehlt sich insbesondere als Fortführung des Beschicken-Szenarios. Unter anderem zeigen wir dieses Mal weitere Besonderheiten der 3S-Station. Ich würde sagen, das machen wir mal eben und schauen mal eben, was wir da so machen können. Was da passiert. Also der Winterressort-Simulator erscheint am 12.12. und wird präsentiert von HR Innoways. Und das ist der erste eigenständige Simulator von HR Innoways. Und bisher, also die erste Mission, die wir gespielt haben, war schon sehr cool, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mal gespannt, weil man kann nachher noch mit Alpen, also mit realistischen alpenähnlichen Fahrzeugen und so durch die Region halt eben durchsteuern. Ich bin mal gespannt. So, wir machen jetzt erstmal die Mission hier. Wir werden jetzt den Kristallexpress garagieren. Dazu müssen wir als erstes die Bahn leer fahren. Herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Wir sind leer gefahren. Bevor wir die Bahn garagieren dürfen, müssen wir die Bahn erst leer fahren. Das bedeutet, dass alle Gäste die Bahn verlassen müssen. Man kennt's. Der erste Schritt ist daher, den Zusteigbereich zu schließen. Okay, wo ist denn der Zusteigbereich? Hier vorne. Drücke die Taste Einstieg auf der Visualisierung. Ja. Und dann sagen wir schließen. Es ist übrigens, ich möchte es nur mal festhalten, es ist der 10.12.2019, 8.13 Uhr und wir machen die Bahn jetzt hier dicht. Das reicht auch für heute. Genug Geld eingenommen. So. Ab jetzt dürfen in dieser Station keine Gäste mehr durch die Drehkreuze gehen. Wir sind ganz schön gemein, oder? Morgens 8.13 Uhr, zack, tschüss, alle weg. Als nächstes müssen wir in den anderen Stationen anrufen, damit der Zusteig dort geschlossen wird. Alles klar, hallo, bitte, andere Station, den Zustieg schließen. Andere Station bestätigen. Auch in anderen Stationen dürfen nun keine Gäste mehr einsteigen. Bleiben da oben einfach hängen. Nun müssen wir warten, bis alle Gäste die Bahn verlassen haben. In der Zwischenzeit können wir damit beginnen, den Einstiegsbereich abzubauen. Okay. Machen wir. Um das Tutorial zu beschleunigen, werden nun alle Gäste aus der Bahn ausgeblendet. Wir können also direkt mit dem Garagieren beginnen. Drücke die Taste Halt, um die Bahn anzuhalten. Halt. Bevor wir mit dem eigentlichen Garagieren beginnen können, müssen wir den Service-Modus aktivieren. Es ist ganz schön umfangreich, ne? Wir schalten auf Servicebetrieb um, rufen bei den anderen Stationen an und sagen: Hallo, ich melde die Station ab. Alles klar, Station ist abgemeldet. Drücke die Taste Parksystem auf der Visualisierung. Und da sagen wir dann garagieren. Unten. Sind irgendwie Federmeldung hier. Ne? So, wir wechseln zur Übersicht zurück. Wir können das mit dem Mausrad können wir einfach rein und rausdrehen. Der nächste Schritt ist es jetzt, den Bahnhof zu starten. Halt die Bahnhofsbeleuchtung an. Sicherheit gibt vor, okay. Schalte das Absperrband im Zustiegsbereich ab. Okay, habt ihr? Oder? Müsst doch nicht. Ach, es war schon abgeschaltet, okay. Musst du es nochmal einmal an- und ausschalten. Stelle den Schalter Steuerungsspannung in die Stellung ein. Drücke den Taster Anwurf, um alle Abschaltungen im Bahnhof zu quittieren. Der Bahnhof ist jetzt fertig vorbereitet. Nun können wir die Bahn in Betrieb nehmen. Okay. Da vorne. Drücke den Taster Quittieren Betrieb, um alle Abschaltungen auf der Hauptbahn zu quittieren.
Drücke zu guter Letzt den Taster starten. Ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt, ne? Mit dem Drr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 r
Anlage abschalten. Wir sollen jetzt die Anlage abschalten. Hier. So. Und da haben wir es wahrscheinlich geschafft, oder? Lass auch hier noch Licht ausmachen. Ordnung muss sein. Innenbeleuchtung. Feierabend. Du hast nun gelernt, wie du den Kristallexpress garagierst. Viel Spaß im Winterressort-Simulator. Ja, wenn euch das Ganze, was ihr gesehen habt, gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Falls ihr Fragen habt, auch gerne damit ab in den Kommentaren. Und wenn ihr mehr vom Winterressort-Simulator sehen wollt, auch bei mir, bei Metalizer, dann lasst doch sehr gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Metalizer.